losgehen. Doch, ich habe erstmal eine Ansage für euch. Also, ich habe schon sehr lange mit einigen Gedanken rumgespielt, was die Zukunft meines Kanals angeht, was meinen Spaß an der Sache angeht, beziehungsweise wie ich den optimieren kann, wie ich noch mehr Spaß haben kann. Und was ihr auch alle mitbekommen habt und alle wisst, wie ich auch mehr Leute erreichen kann. Hallo Pnio, schön, dass schon viele da sind, freut mich sehr. Ist ja auch bekacktes Wetter draußen und die E3 ist vorbei, von daher wundert es mich nicht. Also, folgendes, Leute, folgendes. Hilfe. Entschuldigt. So, muss ich noch kurz anziehen. So, sind ein bisschen frisch draußen. Also, ihr habt die, die gestern meinen Europa Universalis Stream mitbekommen haben, können sich wahrscheinlich denken, was jetzt kommt. Und ihr seht es vielleicht auch schon im Spiel selber. Ja, also, ich habe vor, komplett auf Englisch zu wechseln. Wirklich komplett, komplett. Das heißt, ab heute wird jeder Stream auf Englisch sein. Der einzige Stream, der jetzt erstmal deutsch bleiben wird, ist zwangsweise Morrowind. Auch wenn ich überlege, den dann vielleicht zu streichen, weil der halt auf Deutsch ist. Auch wenn es mir sehr viel Spaß macht. Vielleicht könnte ich den noch drin lassen für eine Weile. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich habe wirklich, es ist wirklich mein Plan. Ich möchte es wirklich machen. Ich möchte komplett Englisch wechseln. Und das, ja. Ich habe da schon sehr, 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 sehr lange drüber nachgedacht. Das gilt auch für meinen Kanal. Das heißt, mein Kanal wird dann auch nur noch englische Videos haben, englische Let's Plays, englische Infovideos und so weiter. Von daher, ja, ich werde komplett wechseln. Ich weiß, das wird nicht jedem zusagen. Das wird nicht jedem gefallen. Ich werde nicht jeden mitnehmen können. Finde ich auch schade. Freut mich auch nicht. Aber es warten sehr viel mehr Zuschauer da draußen. Die Nischen sind viel besser besetzbar, sozusagen. Zum Beispiel Rollenspiele, Europa Universalis, solche Games, damit kann ich international einfach viel mehr Leute ansprechen. Mein Englisch ist nicht schlecht und von daher ist es keine verkehrte Sache. Chief sagt eigentlich schon das Argument, das ich euch bringen kann. Die Leute, die jetzt kein so gutes Englisch haben, ihr werdet es lernen. So habe ich mein Englisch auch gelernt, indem ich Filme und Serien auf Englisch geschaut habe und Videospiele auch. Oh, da ist ein Follower-Hype. Xernex, hey! Na, dich kenne ich doch. Na, alles gut bei dir? Hoffe ich doch. Ja, ich weiß, es wird nicht jedem gefallen, nicht jedem wird zusagen, aber das ist mein persönlicher Schritt in eine neue Richtung. Ich brauche das schon sehr, sehr lange. Die Musik ist unbeschreiblich passend dazu. Just for the Fame ist ein Argument. Ja. Ich will nicht lügen. Es geht mir darum, auch größer zu werden. Weil ich stecke sehr, sehr, sehr viel Zeit da drin. Und ich bin der Meinung, ich kann mit den Sachen, die ich spiele, auf die ich Bock habe, hauptsächlich Rollenspiele, dann ein paar nischige Spiele, da kann ich viel, viel mehr Leute finden, wenn ich Englisch rede. Tut mir leid, Orca, dass du kein Englisch kannst, aber ich kann dir nur sagen, versuch es. So habe ich Englisch auch gelernt. Ich konnte es ja auch nicht einfach so, ne? Mir wurde es nicht in die Wiege gelegt oder so. Ich habe es durch Videospiele, hat es bei mir angefangen, weil ich zum Beispiel damals auf dem Nintendo Entertainment System, also dem NES, der allerersten Nintendo-Konsole, war alles nur auf Englisch, die ganzen Games. Und dann hatte ich meinen Bruder, der war schon immer 6 Jahre älter als ich, und dann habe ich ihn gefragt, was heißt das Wort? Was heißt das Wort? Was heißt das? Was heißt das? So lernt man Englisch. Guckt euch eine Serie an, die ihr liebt, die ihr vielleicht sogar auswendig könnt auf Deutsch. Guckt die mal auf Englisch. Ihr werdet das meiste sowieso verstehen können, weil ihr die Sätze schon auswendig könnt. Damit übertragt ihr das Deutsche ins Englische und lernt das dabei. Gleichzeitig lernt ihr neue Redewendungen und die ganzen Sachen und Wörter. Kommst du zurück? Ich gehe ja nicht weg, Katze. Ich gehe ja nicht weg. Ich bleib ja da. Klar hatte ich Englisch in der Schule gehabt, obwohl ich glaube, du meinst nicht mich, Marcel. Und später hatte ich noch Englisch in der Schule und da habe ich mich voll drauf gefreut. Boah, endlich gibt's tolles Englisch. Endlich lerne ich richtiges Englisch. Und dann saß ich da in den ersten beiden Jahren Englisch und konnte schon alles. Einfach nur dank Videospielen. Ich konnte die ganzen Scheißsätze schon. Ich habe mich so aufgeregt, wo dann auf einmal Sätze kamen wie: This is a shelf. Where is a cat? Und ich saß da, okay. Das lerne ich jetzt? Das kann ich schon seit Jahren. Das kann ich schon seit ich klein bin. So, keine Ahnung, das ist dann sehr irritierend gewesen. Kommst du zurück, wenn du nicht mehr bei denen bleiben willst? Also, wie gesagt, das hat nichts mit denen oder sonst was zu tun, auch nichts gegen euch oder so. Aber das Ding ist einfach,
meintest du mich? Natürlich hatte ich Englisch in der Schule. Nur war es dann halt, das meiste konnte ich da schon. Und ja, ich persönlich möchte auf Englisch wechseln. Ich weiß, es wird manche von euch enttäuschen. Ich weiß, manche werden deswegen gehen. Das werde ich auch schade finden, sehr schade. Aber ich kann euch nur bitten. Ich werde auch noch ein Infovideo auf dem Kanal machen. Ich werde auf jeden Fall die Sachen auf meinem Kanal, die jetzt laufen, werde ich beenden. Das heißt Final Fantasy, Witcher 3 und Assassin's Creed 4 werden alle noch zu Ende geführt auf Deutsch. Keine Angst, das werde ich noch tun. Aber danach wird es ein rein englischer Kanal. Ich werde die ganzen Videos, die ich bis jetzt habe, die ganzen Let's Plays, werden natürlich da bleiben, ne? Die werden ewig da sein und werden unangetastet dort liegen bleiben. Keine Sorge, wäre nicht blöd. Aber ab dann nur noch, neuer Content wird nur noch Englisch sein. Das, ja, das möchte ich. Es gibt viele Gründe dafür. Sehr, sehr, sehr viele Gründe. Erstens klingt Englisch besser, ja. Zweitens, ich kann dann sehr viele Spiele, die auf Englisch tausendmal geiler sind. Sei es von den Texten her, den Nicht-Übersetzungen, weil es so die Originalsprache ist. Witz geht oft in der Übersetzung verloren. Kann ich dann endlich mal im Original auf Englisch zocken? So, und muss mir nicht immer Gedanken machen, oh, dann versteht mir die Hälfte meiner Zuschauer nicht so. Sondern ich kann einfach sagen, Englisch, 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 Englisch ist nun mal die Weltsprache. Von daher, erinnerst du dich noch an unsere Englischpräse in der Berufsschule? Du packst das. Oh, du bist es wirklich sehr nix. Hi, hi Kai, ne? Klar erinnere ich mich. Krass, das ist lange her. Dankeschön, danke für den Zuspruch. Ja, also, interessant, dass du gerade das heute mitkriegst, wo ich mich dazu entscheide. Ich klaue euch den englischen Chat, den deutschen Chat nicht, nur ob er Bestand haben wird, ist eine Sache, ne? Wenn ich mit der Zeit mehr englische Zuschauer kriege, braucht ihr euch nicht wundern, wenn auf einmal nur noch Englisch geschrieben wird, ne? Natürlich könnt ihr meinetwegen Englisch-Deutsch schreiben. Da fällt mir ein, ich habe letztens immer sowas gesehen, ich guck mal eben nach, im Chat. Da gibt es solche Gruppenfunktionen, ne? Da nicht. Nee, aber gibt es nicht irgendwelche Funktionen von wegen Gruppen und so? Ich glaube, da haben wir es mal gelesen zu haben. Und dass man dann so innerhalb eines Chats nochmal Unterchats haben kann oder so? So Gruppen? Oder vertue ich mich gerade komplett? Wenn ja, tut mir leid. Wenn das doch der Fall ist, könnt man da ja, könnt ihr Deutschen quasi alle ja euren eigenen Mini-Chat noch dazu machen. Wäre eine Möglichkeit. Falls das irgendwann ausartet oder so. Na, Mr. Nevercots, du hast gerade was verpasst. Ich habe gesagt, dass ich ab jetzt nur noch Englisch mache. Inklusive Let's Plays. Aber, ja. Ich werde mal eben kurz mir eine Cola holen. Ja. Diese Musik dazu, warum muss das so emotional werden? Genau das ist die Einstellung, auf die ich hoffe, Marcel, dass man noch mehr lernen kann. Den Separatchat, seht ihr, das wäre also eine Möglichkeit, falls das irgendwann ausarten sollte mit den englischen Leuten, ne? Falls. Kann ich nicht behaupten, ob es das wird oder so, weiß der Teufel. Ich kann ja jetzt hier nichts vorhersagen. Das war im Kühlschrank, verdammt, da ist immer noch ein Eisklumpen drin. Das war nämlich vor einigen Tagen war es im Kühlfach. Und zwar sehr lange. Und das Eis hat sich wohl gut gehalten. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Echt, Orca, du bist dann weg? Das finde ich schade. Tut mir wirklich leid. Gerade bei dir, weil du hast mir eine der bewegendsten PNs geschrieben, die ich je gelesen habe. Dafür würde ich dir nochmal danken. Da hast du mich wirklich zum Schlucken und Nachdenken gebracht. Das tut mir wirklich leid, aber ich möchte diesen Schritt machen. Nach über vier Jahren in diesem Business, quasi in dieser Unterhaltungsbranche, so muss man es sehen, leider, möchte ich mich vergrößern, enorm. Ich möchte, dass dieser Zeitaufwand, den ich darin investiere, sich mehr lohnt, weil ich sehr viel Zeit investiere und deswegen bin ich für Englisch. Und ist das mal eine Eiscola? Meine Fresse, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber es ist bis oben hin mit Eis. Also von daher, tut mir leid, Orca, mach's gut. Schade, sehr schade. Ich freue mich, ich bin jedem von euch dankbar, ne? Ich brauche ja jeden von euch. Ohne euch wäre ich ja gar nicht da, wo ich bin. Ich werde auch noch ein großes Infovideo dazu auf dem Kanal machen.
damit dort auch alle Bescheid wissen. Aber ich möchte das. Das wird für mich eine Art Neustart. Ich kann theoretisch alle Let's Plays, die ich schon mal hatte, nochmal auf Englisch spielen, theoretisch. Auf Englisch. In Englisch. Vor allem die Spiele. Das ist für mich eigentlich einer der Hauptgründe sogar. Ich kann endlich die Spiele auf Englisch spielen, wie ich Bock habe. Weil ich die auf Englisch viel besser mag. Alright. Thank you, Mr. Nethercutt. Ich werde eine Weile brauchen, mich daran zu gewöhnen, nur noch auf Englisch zu reden. Da werde ich eine Zeit brauchen. Definitiv, das weiß ich. Aber das ist es ja. Ich lerne das ja auch gleichzeitig erst. Ich rede ja nicht jeden Tag normales Englisch. Normalerweise rede ich den ganzen Tag auch nur Deutsch. Mein Englisch ist ganz gut, aber kann auch noch sehr, sehr viel besser werden. Und das wird es auch hoffentlich. So, von daher werde ich hier an der Stelle direkt mal anfangen. Das hätte ich auch während gleichzeitig auch schon machen können. So. Fangen wir erstmal mit dem kleinen Vieh an hier. Die ganzen einzelnen Sachen. Die Beschreibung unten habe ich ja schon geändert. Meine Profilbilder auf Twitch habe ich auch schon geändert. Den Kanal werde ich logischerweise als letztes, sage ich mal, ändern. So. Da fällt mir auf, dass es sowieso generell nicht so ganz perfekt sitzt. Ups, das war kein Doppelpunkt. Das sitzt immer noch nicht ganz perfekt. Ah, there's no problem, Chief. There is no problem that your grammar isn't that good. Ah, ich muss mich erst dran gewöhnen. Das ist so komisch. Ja, ich gerade die ganze Zeit auf Deutsch geredet habe. Ja, man muss Stück für Stück die Wörter lernen. Ich habe damals sehr viele Serien geguckt und da fing es damit an, dass ich eine Serie angemacht habe, erst wenn ich im Browser oder auf dem Laptop damals oder am Handy später ein englisches Dictionary hatte. Dann habe ich wirklich Pause gedrückt in der Serie und habe die Wörter nachgeguckt. Und sobald du einen gewissen Grundwortschatz hast, wird es sehr einfach. Hallo Daniel. Sobald du einen gewissen Grundwortschatz hast, wird das einfach sehr einfach. Lag am englischen Takuno, denke ich auch mal. Und EU4 ist bis jetzt auch nicht so der Renner bei euch, so als Beispiel. If you start dreaming in English, you will know you can speak it. Yeah, I've dreamt in English once. Sobald ihr einen gewissen Grundwortschatz habt, darauf wollte ich hinaus, wenn man das hat, wird es immer leichter. Ihr lernt immer schneller, immer mehr. Weil wenn ihr diesen Grundwortschatz habt, ihr kennt das ja, dann wenn ihr ein neues Wort hört, dann könnt ihr alle anderen nur dieses eine Wort nicht. Aber aus dem Kontext heraus, was der Rest des Satzes so an sich ergibt, kann man oftmals auf die Bedeutung des Wortes kommen und dadurch lernt man wieder was. Was ich hoffe durch diese Änderung, dass viele auch noch bleiben und dadurch sogar noch besseres Englisch lernen. Dann würde ich mir davon auch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe ein paar Leuten auch noch besseres Englisch beigebracht, weil das wirklich sinnvoll ist in dieser Welt heutzutage. Ja. Thank you, Katze. Thank you. Echt, Chen? Wäre sehr schade. Natürlich. Die Konkurrenz ist enorm. Da draußen sind massig Let's Player, Marcel. Absolut. Umso mehr brauche ich Nischen. Und Nischen findet man im englischen Bereich deutlich leichter und deutlich besser. Und gerade über die Streams kann man da mehr Leute ansprechen. Fände ich sehr schade, Chen. Du gehörst zum alten Eisen seit Tag 1, mehr oder weniger seit meinen Streams. Wäre sehr, sehr schade. Würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Ich ändere ja an meinem Content nichts. Es ist nur die Sprache. Der Rest ist ich. Wie immer. Habe ich früher auch gern gesagt. Chinesisch lernen wäre sinnvoll. Achso, ich bin noch gar nicht fertig hier. So. Okay. Zähne bearbeiten. Die deutsche Sprache ist eine Nische. Das Problem ist, dort groß zu werden, ist fast noch schwerer. Deutlich schwerer. Gerade auf Twitch kann ich mit Englisch hier viel mehr Leute ansprechen. Noch schneller. Und auf YouTube mit der Zeit auch. Klar wird das erstmal eine Weile anders laufen. Kann sein, dass mein Kanal erstmal voll abstürzt. Kann sehr gut sein. Aber nur als Beispiel, ich habe jetzt dieses eine Reaction-Video gemacht. Ich habe den Titel nur auf Englisch gemacht.
Und ich habe jetzt bereits ein halbes Dutzend an Kommentaren von englischen Leuten. Das Video hat fast 2000 Views. So, nur als Beispiel. Ich habe nur den Titel auf Englisch gemacht, hat schon gereicht. Und es hat ihn nicht mehr gestört, dass ich auf Deutsch geredet habe. Was glaubt ihr, was los ist, wenn ich auf Englisch rede und die mich auch noch verstehen? Dazu finden es viele Englischleute sehr süß, wenn Ausländer Englisch reden, weil sie den Akzent meistens sehr witzig finden. Das kommt dazu. Für mich ist ein Stream, ein Video einfach etwas zur Entspannung. Entweder brauche ich Untertitel oder ich muss mich darauf konzentrieren. Naja, und Englisch zu schreiben. Dann hätte ich Englisch in der Schule weitergenommen. Ich weiß, wo meine Schwächen sind und naja, aber mach dein Ding, Alex. Danke, Chen, fürs Verständnis. Ich verstehe ja auch dich. Aber ich kann dir echt nur raten, tu es. Mach mehr Englisch. Ich lese im Internet nur Englisch. Ich gehe nicht auf GameStar.de für meine News. Erst recht nicht jetzt, wo es sich so teilweise echt geändert hat. Aber das ist weniger die Sache, sondern ich gehe mal auf Kotaku.com für meine News. Ich gehe generell, bin mehr auf englischen Seiten unterwegs als auf deutschen. Viel mehr. Eben, wir finden es auch oft knuddelig, wenn andere Deutsch reden, Ausländer. Von daher, das kennen wir alle. Ja. Ja, genau, Pnio. Ich frage mich nur, wo stelle ich die Streamsprache um? Das habe ich vorhin schon geguckt und nicht mehr gefunden. Ich dachte, die Einstellung irgendwo mal gesehen zu haben. Die gibt's auch irgendwo. Ich muss sie nur erst wiederfinden. Ich habe eben kurz meinen Browser auf. You can go to Japan, maybe in 2 years. Well, good luck. Im Dashboard? Okay. You should do what you want, not what other think what you should do. Yeah, you're right, but still, I feel like I abandon you or something. Or some of you. It feels a little bit, yeah. Damn, am I doing the right thing, you know? Dashboard. Thanks, Chief. Yeah, you're right. You're completely right in the dashboard. Thank you. Now it's English. Yeah, now it's English. Alright. Strange. Okay. Well, then. Ich denke, ich habe genug dazu dem Thema gesagt, von daher lege ich einfach mal los. Machen wir einfach weiter. Sehr, 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 sehr strange. Es fühlt sich so an, als ob ich was zurücklasse, aber tue ich ja nicht. Okay, von daher, jetzt geht's los. Okay. Depends on you, Mr. Navakot. I will answer everything. I will answer to every comment in every language I understand. If it's a Spanish comment, I may be a little bit too bad at my Spanish. It's way too old, my Spanish, to understand it, but I will try it. So, yeah. Well, Marcel, that's the way it's going to be if it's going to be successful, so I'm sorry. I'm sorry about that, but that's one part of the whole process. I think you don't do so. If it's what you want, then do it. I go to Japan too, even if my friends say I shouldn't. Yeah! Go for it! Come on, Cheyenne. You're exaggerating. People are still talking to you. Okay, yes, we were in Aldir's castle. Oh, it's still strange. Now, English. English Dark Souls. Oh no. Oh no. I don't know how the items are all named. Oh my god. So different. Rotten pine resin. What's the direct translation for resin? Ah. Okay. You are now available. I was able to speak Spanish. I had 2 years of Spanish, but I forgot it all. But I'm thinking about picking it up again. I still have my school books. So if I would learn those, I could speak Spanish, yes. Even, and of course also, Italian. But well. Well,
Come on. Okay, Lollipop, do you like English? I hope so. Because I speak it now. Please, please don't punch me because I speak English. Okay. I've got the feeling the fight is easier now that I'm at the stairs. Feels easier. Resin, like hearts. Ah, thank you. Yeah, of course. That's one of the many words I just can't get into my head, you know? I'm sure everyone has those kind of words where you just... You read it that... Not that often, and you just think, well... Dragon Acolyte Mask? Alright. That was a special drop. Not normally. Dragon Acolyte Mask. Mask worn by Acolytes of Aldia. Oh, yes, I remember. Everyone else wants to go to the moon? Looks more like a moon. And now everything changed. Yes, a little bit. Several of the greatest minds converge in Aldia to weave strange new rituals, but rumors suggest that during the course of the work, their thoughts were not my own. The nebulous face of a mask is designed to deflect the ire of a ritual sacrifice. Oh. Okay. Okay, Marcel, go for it. I will study philosophy too, and history, of course. So, go for it. Go for it. I have only my French, and it isn't very good. I never had French, so... I can't speak a word of French. Divi was able to hear my very good French in last stream. Especially my pronunciation of all those provinces in EU4. It was... embarrassing is the right word, I think. What the... Whoa! Thank you, Pneo! Thanks! The moon sugar and horse. Okay, thank you. That's nice. Still creeping me out. Still creeping me out. Wasn't there... Where was the... Boonfire again? Is that the right name? Boonfire? I think so. Yes. You first! Yes, you first! Well, his pronunciation was terrible. Terrible! Ah. Mia cara. Top donor. You're right. Thank you. Thank you. You see? Still have to learn. Top donor. You're completely right. I'm just a little bit shaky about the whole decision. Shaky in terms of nervousness. No, it's a short... Oh, it's not Boonfire. Bonfire, thank you. Thank you. Of course. Well, there you go. You were teaching me better English. That's the way it should supposed to be. Not well. Time comes, time goes. First English dev, Haipu! Oh yes! Oh, my dev script is missing. Wait a second. I have to act... I have to correct my devs. Ah, oh, come on. My hard drives. Well. My playthrough as France and EU4 ends in disaster. I got two wars of coalition and lose. Yeah, coalition wars are the worst you can have, so you've got to stay strong the whole time. Especially if your neighbors are stronger than you. If not, they will notice if your army is weak, just like you can look in the ledger and declare wars when they are weak. They do it too, and they are, yeah, they are good at it. Pretty good. But you are unlucky, to be honest, because France was way stronger before the 1.12 patch. Way stronger. Now they are fairly weak. In comparison to before. Die American style! And his pronunciation of terrible was very Spanish, not at all French. No, it wasn't supposed to be French. Terrible. It was Italian, my friend.
Okay. I was able to unlock some doors. Not this one, but was it this one? I think so. Yeah, used Eldia key. Perfect. Alex, do you like Age of Empires? Yes! I was a big fan of Age of Empires back in the old days. Age of Empires 1 especially. Is that a